Ja, hallo, liebe und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bluebird Outdoors. Und heute möchte ich gerne zeigen, wie ich meiner Bluepacker Hatchet ein kleines Lederkleid verpasse. Also bleibt dran! Ja, wie eingangs schon erwähnt, soll es heute mal um dieses Beil hier gehen, beziehungsweise um das kleine Lederkleid, was ich hier oben drauf gemacht habe. Das Beil, was ich hier habe, ist die Bluepacker Hatchet, gemacht von Jürgen Kiss. Ich habe eine kurze Vorstellung mal gemacht gehabt, das Video verlinke ich vielleicht hier irgendwo mal, damit ihr euch das mal angucken könnt. Wird es auch nochmal noch ein Full Review zu geben. Das ist ein Beil, was Jürgen und ich zusammengebaut haben, beziehungsweise er hat es gebaut. Wir haben es zusammen entworfen im Prinzip, mit den Funktionen, die ich gerne haben wollte. Und ich habe mir jetzt einfach hier mal einen kleinen Lederschutz gebaut obenrum. Und wie das zustande gekommen ist, seht ihr jetzt. Ja, wie ihr seht, man braucht eigentlich nicht wirklich viel Werkzeuge. Man muss was haben, wo man im Prinzip Löcher stanzen kann, ein bisschen Leder und dann geht das verhältnismäßig easy eigentlich. Klar, zwei linke Hände sollte man nicht haben, aber selbst dann, wenn was schief geht, nochmal machen. Halb so schlimm. Also eigentlich, mir hat das immer solche Sachen immer Spaß gemacht und ich mache sowas ganz gerne. Diese Lederbeschläge an den Äxten oder an den Beilen finde ich eigentlich immer wieder praktisch, weil sie deutlich einfacher zu ersetzen sind als Metallbeschläge zum Beispiel. Ja, deswegen bleibt das jetzt auch so. Okay, ja, ich bedanke mich vielmals bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ihr so ist, lasst mir doch einfach einen Daumen nach oben da und ich verabschiede mich bis zum nächsten Video und sage, pass auf, wenn ihr rausgeht. Macht's gut, euer Micha.